Ich würde Energy auf meiner Beliebtheitsskala bei Energies würde ich schon ungefähr so auf King Kong. King Kong. Freeway oder sowas? Ey, vom Geschmack her war das jetzt ehrlich, jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so kann. ich gebe. Oder lass dir von einem Menschen ins Gesicht furzen. Genau, okay. Und da bringst du dann, ja. wer macht das für 5000 Euro oder irgendwie sowas? Und dann meldet sich irgendwer, der sagt, okay, ich lass mir 5000 Euro von einem Menschen ins Gesicht furzen. Und? 6 Jahre. 6 Jahre ist das her, Alter. Ist so, ist so. Ding Dong. Cringe-Bosser wieder am Start. Ich hoffe, ihr seid lustig drauf und habt Bock auf die neue Folge. Heute, Wipe Scout Manches wird genauso beschissen wie Wipeout auf Pro7. Mit Nugi und Deko. Ein wunderschön. Wipeout! Herzlich willkommen! Strabon Reiswuchachos, Fleckscheibe Deko am Start für euch. Wipeout oder war das RTL? Auf Pro7? Was ist das? War das RTL? Weiß schon gar nicht mehr. Die Show ist mir nicht bekannt. Was? Du kennst das nicht? Musste die Taikashis Castle-mäßig, wo so ein Pool ist? Musste man da. Wipeout musste man so Sachen wegwischen? Digga, du kennst du Wipeout nicht? Aufwischen vielleicht? Wipeout ist doch so. Kennst du Wipeout? Ja, natürlich, das ist doch sowas wie dieses Ninja Warriors so ähnlich. Ja, genau, aber im Wasser das, so, ne? Ja, genau. Ja. Das sind so mehrere Stationen. Wir haben da schon häufig drüber gesprochen, ja. Alter. Als ob. Doch, haben wir. Locker, ähnlich. Alter. Noch auf Lock. Wir haben sogar mal so ein Format gehabt. Wow! Wo wir diese BMX-Sachen da gespielt haben. Weißt du, da gab's auch ein Wipeout-Level. Du kennst auch nicht mehr diese. Ich weiß auch leider nicht mehr, wie das Spiel hieß. Das war so ein Rage-Game, wo wir mit dem Fahrrad so ein Parcours fahren mussten. Wollt ihr eigentlich noch rankommen oder nicht mehr? Okay. Lassen wir das einfach mal so stehen. Der Name sagt mir was, BMX, irgendwas Wipeout-mäßig, Map, erinnert mich auch noch dran. Aber dass es davon eine Fernsehserie gab, das sagt mir nichts. Digga, da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, du Lappen, Alter. 300%ig nicht, nein. Doch, haben wir. Nein. Zu einer Milliarde Wipeout Prozent, sagt Digga. Mir absolut überhaupt nichts. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so kann. Ich gebe dir die Chance, eine GTA-Folge rauszusuchen, in der wir explizit über Wipeout als TV-Serie gesprochen haben. Oh, hallo, ich glaube, hör mal auf. Die Folge heißt sogar Wipeout. Kommt direkt diese Nachmache ist. Ich glaube, die Map ist auch Wipeout. Da haben wir über Wipeout gesprochen. Auf jeden Fall, ich glaube, charakteristisch ist ja erstmal, das ist so ein Parcours, wie Nugi schon gesagt hat, Ninja Warrior, aber am Wasser. Und diese Hindernisse sind meistens rot und man muss, glaube ich, meistens auf gelben Stoffdingern. Nein! Oh, Easy Rexan. Scheiße! Muss man entspannen. Ich hab dich easy genudelt, Digga. Ich hab dich easy genudelt. Naja. Nicht easy genudelt. Ich hab noch nicht genug Zeit, meine Raketenwerfer rauszuholen. Ich weiß jetzt. Digga, weil Deko die ganze Zeit jetzt gesagt hat, dass er nicht wüsste, um was es geht, hab ich komplett vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Was ist das Wipeout, Junge? Ja, Wipeout ist doch dieses. Genau. Und das war ja auch. Was, Junge? Das Digga, ist das. Okay, du nimmst jetzt dein Handy in die Hand. Nimm dein Handy in die Hand. In die Hand? Und schreib Wipeout. Ja. Google. Richtig. Los, Flugel. Mach das jetzt. Wipeout. Wipe. Mit B oder mit P? Mit P. Mit Y. Wipeout. Alles an einem Ort. Oh. Wipeout, hol dir nicht gelaufen. Wipeout.nl. Ich kann mir jetzt hier einen Tag buchen in irgendeinem Abenteuer. Parkour. Einfach, ey, Digga. Ja, was machst du denn? Das erste Ergebnis ist ein Wipeout-Teil in den Niederlanden. Ja, das kann man schon fast sagen. Aber wie sieht das aus? Kennst du das? Hast du es irgendwie schon mal gesehen? Sowas habe ich mal gesehen, irgendeine Serie von Knossi. Da wollte ich nämlich gerade fragen, war da Knossi mal in irgendeiner Art und Weise? Hat Knossi das nicht moderiert? Ich glaube nicht. Nee, da hat er mal mitgemacht. Also die eine Serie, die hieß aber auch nicht Wipeout, wenn ich mich richtig erinnere. auf jeden Fall gab es da so Billo-Programme, ich glaube, das war irgend so ein das. Ding hat Knossi mal moderiert. Toll. Okay. Es ist auf jeden Fall super Trash. Aber ich hätte da mal richtig Bock drauf, auf so einem Wipeout. Also das mit Deko zu machen. Hätte ich auch Bock drauf. Ja. Aber richtig Ninja Warrior mäßig. Gerade auf so einem Ninja Warrior hätte ich auch richtig Bock drauf, ey. So ich auch Ninja Warrior Parkour. Hab ich schon überlegt, ob wir wieder ins Fly, Super Fly gehen sollen. Ja. Ja! Ey, Digga, schlagen! Er verkackt, oder? Beide verkackt, oder?
Er hat mich abgeschossen. Der Lappen. Lol. Ja, deswegen muss ich verkacken. Warte, jetzt kann ich dich abschießen. Komm. Ja. Ja, aber du bist zu schlecht. Siehst du? Ja. Siehst du, du bist zu schlecht, Marvin. Oh, Achtung, Punktlandung. Ups. Oh, ich hab ihn nicht erwischt. Doch, hab ich, ne? Ja, aber volle Möhre. Ausradiert. Ich finde, ausradiert hat es auch ganz gut beschrieben. Was ich... Ja. Aber ja, Digga, da bin ich ganz bei dir. So ein Ninja Warrior Parkour hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ich müsste ja erstmal wieder ein bisschen in Form kommen. Ich wollte gerade sagen, es wäre ganz lustig, den gleichen Ninja Warrior Parkour zu machen wie damals. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Und damals zu vergleichen, wie wir abschneiden. Weil ich würde den nicht mehr hinkriegen. 6 Jahre älter sind oder so. Ich würde den locker nicht mehr hinkriegen. Ist ja einer der beliebtesten Videos bei uns, Ninja Warrior Parkour. Ja. Also, nee, würde ich jetzt nicht mehr hinkriegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Weiß es nicht. Also ich würde es hinkriegen, aber ich würde es, glaube ich, nicht mehr so gut machen wie damals. Gerade so einarmig hangeln, das frisst schon ordentlich Power. Ich glaube, ich würde es doch hinkriegen. Und ich habe mir damals, glaube ich, auch ordentlich die Schulter zerstört. Also Digga, sondern bei einer zukünftigen Sache. Ich habe mir, das sieht man in dem Video, auch in die Hose gekackt. Aber man sieht es bei mir nicht, weil ich habe auf harter Mann gemacht. Bei dem Basketball-Ding. Bei einem Basketball-Buch hat mir richtig den Rücken umgeknickt. Dein Rücken hast du umgeknickt? Ja. Ey, oh! Ja, das war knapp, Alter. Wie hast du denn deinen Rücken umgeknickt? Was ist das denn bitte? Wenn du so ins Hohlkreuz gehst, so richtig krass. Ich hatte zu wenig Körperspannung bei einem von den Sprüngen. Ja, Junge! Hat er verkackt, ja. Hatte bei dem einen von den Sprüngen hatte ich zu wenig Körperspannung und hab richtig meinen Rücken weggeflext. Also ich hab richtig auch Schmerzen gehabt, Alter. Hast du aber nicht ansehen lassen. Oh. Sei ein starker Typ. Weil ich ein Mann bin, Junge. Männer weinen nicht und Männer sagen, dass sie Schmerzen haben. Weil ich ein Mädchen bin. Naja, jedenfalls habe ich mich da hart verletzt. Ja. Das ist das Entertainment-Business, ne? Keine Schmerzen zeigen hier. Alles nur für die Unterhaltung der Zuschauer, Muchachos. Wir dürfen keine Schmerzen zeigen. Riskieren wir unsere eigene körperliche Unversehrtheit. Das war schon cool, ja. Also, Wipeout! Das Motorrad hier weggekickt? Hast du wieder verkackt? Ja, was heißt verkackt? Alter, ich komme immer hier an und der Stein ist komplett unter Wasser und ich fliege vom Motorrad weg. Also bei uns ist der trocken, ne? Wieder aufsteigen, ja. Geht doch, Brody, geht doch! Also, Wipeout. Aber ja, das wäre eigentlich vielleicht ganz gut. Was müssen wir mal machen, ne? Guck mal, ich guck mal, ich google mal gerade, wann wir die Ninja Warrior Challenge hatten. Ey, du. Loser Ninja Warrior. Und? 6 Jahre. 6 Jahre ist das her? Alter, ich nicht gesagt habe, 6 Jahre, ja. 6 Jahre, Alter, krass. Datum. Ne, steht nur 6 Jahre. Das steht krass, auch Datum, aber krass, ja. Will ich gerne mal wissen. Ja. Das ist ja, damals haben wir, ich glaube über Kev war das, ne? Kev hatte, glaube ich, bei dem Superfly angefragt. G steht für Gönnen. Ja. Das müssen einfach mal anfragen vielleicht. Na, das, die haben aber damals frisch aufgemacht, das wird nicht mehr funktionieren. Also kannst du gerne anfragen, aber es wird nicht mehr funktionieren. Warum Weil nicht? Wir leben jetzt in der Zeit... Also die brauchen keine Werbung mehr? Vielleicht zum Feierabend? Nee, das Ding ist immer voll. Und wie gesagt, damals, wir waren sozusagen die Ersten, die das Ding jemals getestet haben. Die haben aufgemacht und wir waren somit die Ersten. Achso, wir waren am ersten Tag da, also wir waren auf jeden Fall, was ich noch weiß, wir waren vor der Öffnungszeit, waren wir da. Genau. Und da hat das Ding wirklich ganz fresh aufgemacht und wir waren bevor die das eigentlich geöffnet haben. Vielleicht waren wir so die Pilottester. Deswegen, eigentlich super geil, dass es funktioniert hat, aber in der Zeit jetzt, wo du als TikToker ganz normal irgendwie mehrere Millionen Follower hast, dann denken die sich so, Wir haben 800.000 auf YouTube, was sind das denn für kleine Lexe? Verdienen die schon Geld damit? Was, ihr macht das so hobbymäßig also? Ja, okay. Ich sag das jetzt, was ich. Ey, danke. Ich sende denen mal eine Anfrage. Ja, mach das mal. Es gibt übrigens auch noch einen zweiten Lachs. Nugi, du kleiner Hannes hier. Ich hab extra gewartet, hallo! Superfly, meinst du? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der ist direkt am alten Güterbahnhof. Also da kann man auch mal gerne. Stimmt, okay, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich weiß nicht, du meinst, ich war da mal im Fitnessstudio. Also, es gibt also viele Möglichkeiten, aber ich müsste mich auf jeden Fall erstmal in Form bringen. Wobei, ich habe auch ordentlich abgenommen. Ich wiege, glaube ich, jetzt zu meiner Bestzeit 20 Kilo weniger. Also. Das könnte. Da bin ich. Also, ich bin der Meinung, ich habe jetzt nicht großartig an Muskeln verloren. Bin vielleicht sogar eher noch ein bisschen besser dran und habe vielleicht ein bisschen weniger Fett dafür am Körper. Aber ich wiege halt immer noch so 93, 94 Kilo.
Und das an so Seilen zu halten und so was, ist gar nicht so ohne. Das wird interessant. Da könntest du natürlich gewichtsmäßig einen Vorteil haben. Ja, jetzt muss nur noch die Kraft wieder her, ne? Ja, das wird dann vielleicht mein Vorteil sein, ne? Ja. Also, Muchacho steht auf unserer Liste. Wipeout, aber am Wasser, wie gesagt, hätte ich auch sehr, sehr gerne mal. Vielleicht können wir es ja auch noch irgendwie hin. Fahren wir nie in die Niederlande. Ja, ich hab gerade gesehen, ja. Niederlande, ja. Warst du doch gerade erst von der Woche. In der Netherlands. Darf ich dann das Mikrofon wieder mitnehmen? Ich treffe dieses Scheißding nicht so. Was darf ich das Mikrofon wieder anlegen, obwohl ich ins Wasser fallen kann? Oh! Ein Glück. Oh, das war knapp, ey. Ein Glück. Digga. Dass du mich wieder an das Mikrofon erinnerst, Alter. Ja, wir müssen mal wieder ein Biertasting machen, ne? Wie häufig ich dir gesagt habe, pass auf das Mikrofon auf, ey. Ich hab wieder Lust auf ein Biertasting. Luki, hast du auch Lust auf ein Biertasting? Oh, super gern. Ja, komm mal vorbei, mach mal zu dritten Biertasting. Gerne. Alles klar. Hätte ich Bock drauf. Oh, ja, da... Irgendwas war im letzten Stream. Im letzten Stream hat irgendwer gesagt, wir sollten irgendwas machen und dann können wir auch gleich noch ein Biertasting machen. Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare nochmal rein. Den neuen Genergy testen. Ah. Oh ja, ich glaube, bei dem neuen Genergy war das. Ja, ja, am 19. soll ja ein neuer Genergy, drei neue Genergys rauskommen. Aber meinst du, der ist immer noch so gehypt wie ganz am Anfang? Ich glaube, die sehen und stehen sehr häufig unangefasst dort rum. Ich weiß nicht, wie das Geschäft gerade so da ist, aber solange die es anbieten, muss es ja irgendwie funktionieren, ne? Also sie bringen jedenfalls mehr und ich habe auch von Monte gehört, dass Gönnergy die Firma tatsächlich ganz gut Geld abwirft. Ja, sehr schön, freut mich. Aber er das natürlich alles in der Firma drin lässt, ne, weil da zahlst du halt weniger Steuern, als wenn du es dir rauszahlen lässt. Ja, noch mehr investieren. Ja, deswegen, ich denke mal so, gerade wenn jetzt die neuen rauskommen und wieder ganz viele YouTuber und Streamer da Videos zu machen. Wir auf jeden Fall, wir testen den Bums wieder. Die letzten waren ja recht in Ordnung. Könnte es sein, dass da wieder so ein Hype-Dings wird. Aber kurze Frage, also hast du dir einmal noch ein Gönnergy so privat gekauft? Nee. Ich nämlich auch nicht, weil der Energy-Markt, ne, der schmeckt ist ja, aber, also, der ist ja so brutal, ey. Gönnergy schmeckt ja aber auch scheiße. Da war einer dabei, der gut war, zum Beispiel mit Alkohol, da wäre es okay, aber der Rest... Scheiße würde ich... Scheiße ist, als würdest du diese King Kong-Plörre oder keine Ahnung, besser waren die nicht. Ich würde Gönnergy auf meiner Beliebtheitsskala bei Energies würde ich schon ungefähr so auf King Kong... King Kong. Ist der Freeway oder sowas? Ey, vom Geschmack her war das jetzt ehrlich, jetzt nichts Besonderes. Also geschmacklich... Hart nach Süßungsmittel. Ja, geschmacklich ist es auch nicht meins. Also wirklich nicht. Also Gönnergy... Ich bin gespannt, wie die neuen Sorten sind. Es ist keine 10 von 10, ne? Aber er ist jetzt auch kein Schmutz, ne? Was für ist keine 10 von 10, Alter? Der ist keine 6 von 10. Ist ja extra Zero, ne? Zero. Ja, ist ja Zucker. Und es schmeckt halt, also es hat halt übertrieben hart nach manches sehr nach Süßungsmittel. Ja, das stimmt. Deswegen, aber ich bin gespannt, wie der neue kam. Ich glaube, es war der blaue, oder? Dieser Blueberry Lachs, der gut gewesen wäre zum Mischen mit Alkohol, der war okay. Na! Ja, Blueberry Kokos war das, glaube ich. Da gab es ja noch diesen Tropical und einmal diesen Himbeer oder so. Erdbeere, Strawberry, irgendwie sowas. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Wird auf jeden Fall. Es wird getestet, denn alles, was Energy ist, wir hatten ja auch einige. Eigentlich sind wir ja Energy-Konnoisseure, kann man ja schon fast sagen. Alles, was so in die Energy-Richtung geht. LOL! Hast du auch verkackt? Kann ich mein Motorrad noch holen? Nee, scheinbar nicht. Da sind wir absolute Experten. Ich hab irgendwo schon ein Leak gehabt für den neuen Energies, neuen Gönnergy. Ja, du hast mir ein Bild geschickt. Ja, ja. Schau mal, was du mir geschickt hast, dann können wir die Geschmäcker mal kurz durchgehen. Ja. Da war einer dabei, der mich mies verwirrt hat, der heißt nämlich Sweet Lemon, also süße Zitrone. Ja. Also genau das Gegenteil von dem, was Zitrone eigentlich ist. Es gibt White Peach, weißer Pfirsich. Juneberry Jam, das ist sowas wie, also Juneberry heißen übersetzt Bergbeeren oder irgendwie sowas. Bergbeeren. Und das ist so ein bisschen Heidelbeermäßig. Interessant. Und aber dann ich halt mutig. Noch dieser Sweet Lemon Geschmack. Mutige Geschmäcker finde ich gut. Lemon ist eigentlich nichts für mich, muss ich leider sagen, aber der Rest könnte was werden. Juneberry gibt es auch von Red Bull. Ah, okay. Auch in der zuckerfreien Variante. Wobei, was heißt auch? Ich weiß nicht, ob die neuen drei wieder zuckerfrei werden. Ey, Digga, dann müssen wir mal so ein Blind-Tasting machen. Wir nehmen ganz viele Geschmäcker, also nur Geschmack. So Beerengeschmack und so ein Bums. Und dann machen wir Blind-Tasting. Beerengeschmack. Was ist das für ein Geschmack? Ob wir das rausschmecken können? Was ist das für ein Geschmack? Ist das jetzt Kiwi oder ist das jetzt Granatapfel? Oder ist das jetzt eigentlich irgendwie Zitrone?
Schmeckt man das raus, wenn man nicht weiß, was es wirklich ist? Das wäre nochmal interessant. Also das machen wir auf jeden Fall. Oh. Also shit, Bro. Das nächste Woche machen, ne? Ne, diese Woche eigentlich sogar. Diese Woche? 19. ist, glaube ich. 19. ist in vier Tagen. Montag, oder nicht? Montag? Okay. 17, 18, 19, ja, 19. Also nächste Woche dann auf jeden Fall. Toll. Also du musst da rechts rüber springen. Siehst du das nicht da? Da rechts ist doch eine Lücke, Brudi. Hier. Da. Cool. Oh, fuck. Ja, oh, spring mal rüber, genau. So sieht's aus. Okay. Aber du wirst ein bisschen weiter nach rechts gebumst. Also ja, also ne, wir haben ja jetzt neue, wir können ja wieder einen Loser-Loot machen. Nein, ich bin oben gegen gestoßen. wir können Loser-Loot machen, dann können wir ein Bier-Tasting. Digga, das wird ein Aufnahmetag, Alter. Ich habe übrigens auch vor, mehr mit unseren Handys abzufilmen, dass ich meinen Google Pixel 8 jetzt auch auspacke, weil, ey, ohne Mist, die Qualität, ich habe die mir ja nochmal angeschaut. Strong, ne? Die Qualität von unserer Cam. Ich habe ja nochmal hier dieses Real-Life-Video gemacht, wo ich nochmal ein bisschen über hier das kommende Baby gesprochen habe. Hat mir die Qualität nochmal reingezogen, Digga. Die ist so scheiße, Alter. Wird irgendwie der Hintergrund irgendwie noch scharf gestellt und so. Ja, also, ich wollte gerade sagen, du hast halt null auf Scharfzeichnung geachtet, ne? Doch, habe ich. Aber dieses kleine Feld, du erkennst es einfach nicht. Digga, wie hast du das denn hinbekommen? Oh, jetzt habe ich es auch. Ja, geil. Schmuff und geil, wie ich. Also, ich hab sogar darauf geachtet, aber du erkennst es auf diesem kleinen. Digga, ich hab mir das Video angeschaut und dachte mir so, Digga, Marvin, ey. Jetzt auch wenigstens mal darauf achten können, dass du scharf bist. Hab ich. Deswegen finde ich scheiße, Alter. Deswegen, wir machen das jetzt alles mit unseren Handys, ey. Wir machen jetzt oldschool. Und nehmen unsere Kamera, die super teuer war übrigens, mehrere tausend Euro mit den ganzen Bums. Nehmen wir nur für den Sound. Tatsächlich habe ich auch, ich hab von Adlerson ein Video geschaut. Da hat der irgendwie so eine neue Kamera getestet. Ja. So eine neue Variante der Legria war das. Oh, auch interessant. Hat das verglichen, hat das gleichzeitig mit der Legria aufgenommen und das verglichen mit den Aufnahmen von seinem Erte in Apple iPhone, ich glaube 15 Pro oder 15, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Max Pro, I don't know. Du bist Sack, Alter. Von dem Apple-Handy, die Aufnahmen waren echt scheiß gut, Alter. Deswegen dachte ich mir auch so, Digga, wir können eigentlich auch einfach unser Handy nutzen. Ja, deswegen stimmt die Kamera ja mit. Wir haben jetzt ja vier. Ja. Also zweimal Google Pixel 6 Pro und zweimal das Google Pixel 8, ne? Also. Aber es bringt uns vier hin. Nein! Verschiedene Perspektiven. Hey, warum respawnst du? Ja, mein Reif ist kaputt! Das schaffe ich nicht mehr. Wir hätten die Möglichkeit, vier Handys dorthin zu stellen. Wir müssen es nicht machen, aber auch die Möglichkeit, weißt du? Oh, krass, nicht nur jeder ein, sondern auch mehrere. Digga, was Nuki alles neu machen musst, du mir. Eins links, eins rechts, eins oben, eins unten. Oh, da gibt's sogar die Kamera unten diesmal. Digga, wie soll man da hochkommen, Alter? Das könnte interessant werden. Unverschämt crank. Ey, dann haben wir aber richtig Format-Scheiß jetzt demnächst an der Backe kleben, ne? Wir richtig haben wieder geil, einiges an Real-Life-Sachen, die wir jetzt drehen können nächste Woche, ja. Der gute Neust. Hat mir auch nochmal geschrieben oder hat uns geschrieben. Nein, nicht wieder was, nein. Nein, nein, keine Sorge. Aber ich hätte mal wieder Lust, der hat ja noch ein paar Challenges, ne? Das heißt, wir müssen hier auch nochmal reingehen. Aber er wollte uns was schicken. Fokus aber eher auf mich, weil es höchstwahrscheinlich so Babysachen sind. Weil er meinte, ich kann was damit anfangen und nicht du. Ich finde es süß. Ich finde es sehr süß. Digga, richtig Nugi weggemacht, ey. Nein, Nugi! So. Ich habe jetzt eine Annäherungsmine mal abgeworfen, Sofa. Ja? Eine. Perfekt, okay, Nugi, fahr vor. Okay, warte. Aber erst ganz, ganz am Ende. Soll ich jetzt weiter tryen? Ja, Nugi muss auch einen Wheelie machen, Alter. Hab ich doch. Er fährt einfach ohne Wheelie gegen. Nein, im letzten Augenblick habe ich einen Wheelie gedrückt. Ja, du musst schon den Wheelie voll haben. Das war doch super easy, second try, Brudi. Ja, ich hab's immer, ich bin immer zu weit rechts oder links gesprungen. Alter! Das war schon ein guter Heady von mir, musst du sagen. War das ein guter Heady? Nein. Dick, was habe ich gerade zu dir gesagt? Du doch einen zweiten, Junge. Nein, du sollst doch nicht vorfahren. Warte da, Deko. Oh, ich bin drauf. Nein, ich fahr raus. Digga, wenn ich jetzt hier warte, dass das Nugi das schafft, glaube ich, wäre schneller, wenn ich es zweimal mache. So, jetzt kannst du machen. Jetzt muss ich trotzdem auf Nugi warten. Warum? Ja, Nugi, was? Ich muss doch keinen Looping ziehen. Nee, mach ich nicht. Du hast gerade einfach mal hochspringen hier. Einfach mal hochspringen. War nur Backflip. Hast du Black Screens? Ja, gerade eben hatte ich einen. Dieser Hass. Hier, ganz am Anfang haben wir noch über Knossi gesprochen, Kommentator, bla bla bla. Der ist ja richtig im RTL-Business drin, ne? Fand ich richtig krank. Der hat ja erstmal so bei Let's Dance und so den ganzen Bums mitgemacht.
Digga, wo willst du denn hin, Nugi? Er hat auch, da war auch eine Linie. Ein Dart-Ding. Aber ich glaube, das war ein eigenes von ihm. Und dann habe ich letztens mal wieder so ein bisschen im Fernseher rumgesäppt. Wie lange ich schon keinen Fernseher mehr geguckt habe, Alter. Das ist so krank, Alter. Und, Wobei, ich kann sagen, es war zu Weihnachten bei meiner Mutter zu Hause. Da habe ich TV geschaut. Normales TV mit ProSieben, RTL, ich weiß nicht was. Digga, und da habe ich gesehen, was so im Fernsehen läuft, ne? Und da sind mir fast... Was ey. Machst du denn da, ey? Das, ich hatte Gasklemmer. Ich hatte Gasklemmer. Gasklemmer, hey, du musst wieder Willy ziehen, Nugi. Ja, ich bin oft bei dem anderen, bin ich vorher schon und rausgesprungen. Dann aber nach rechts und nicht nach links. Nee, hab ich doch gemacht, nach rechts. Hey, du bist nach links geflogen. Ey, dieses... Okay, mehr auf Willy, jeden Fall. Nugi, ja. Auf jeden Fall gibt es doch diese Casting-Show. Wo Dieter Bohlen auch was im Rohr ist. Diese Casting-Show, Alter, was? Nur die DSDS, meinst du? Nein, da wo die so Zaubertricks zeigen und singen und den ganzen anderen Bums auch machen. Sie heißt die? Ach so. Das Supertalent. Ja, das Supertalent. Supertalent. Genau. Ich klicke rein, denk mir so, ja, wie viele Staffeln gibt es davon mittlerweile? Da haben sie gerade so die Juroren vorgestellt. Und dann so, und dabei, dann sehe ich erstmal Knossi. Knossi ist da Moderator. So, willst du mich verarschen? Lol. Knossi ist halt Moderator und stellt... Und stellt die Tochter von Boris Becker vor als Juror. Denke ich mir so, Brudi, was hast du denn? Was Blabla Bernakova oder wie du auch immer heißt. Denke ich mir, Brudi, was hast du denn in deinem Leben gemacht, dass du da gelandet bist, ey? Wer, Knossi Bernakova? Oder diese Bernakova? Ja, sowohl als auch. Ja, das könnte man sich. Also, ne, das ist dann hier hin? Die haben wahrscheinlich Kontakte der Boris Becker zu irgendwem und deswegen das seine... Knast. Ja, ist der noch im Knast? Könnte sein, ne? Steuererziehung oder irgendwas war das, ne? Ja, in Great Britain. Ist halt Connections, ne? Und damit die Tochter nicht irgendwie arbeiten muss, wie ein normaler Mensch, kann sie halt ihr Geld im Fernsehen verdienen. Das finde ich so weil crank, weil sie die Tochter Alter. Ist von jemandem. Ja, das finde ich so crank, ey. Hallo, Deko, du musst da... Echt? So hast du es gemacht? Mach ich es auch so. Das ist doch... Wie soll es denn sonst gemacht werden? Da links doch so ein Pfeil, so du sollst da den Stein hochfahren. Ja. Brauch ich ja nicht. Boxer Shorts. Hä, ist doch mit Stein ist noch einfacher als ohne. Warte, ja, ich muss Stein mit, da musst du die Boxer Shorts machen. Nein. Ja, hä? Mal. Du hast gerade gesagt, Boxer Shorts, weil ich den Stein nicht nehme. Jetzt nehme ich den Stein, du hast ihn nicht genommen und jetzt darfst du keine. Ey, das wäre so typisch Marvin, Alter. Hast du jetzt den Stein genommen? Ja, hab ich. Ähnlich. Fahr nochmal zurück, ich will das sehen. Zeig mal. Ey, diese... Du bist niemals da runtergefahren und bist da den Stein hochgefahren, ey. Hey, warum runterfahren? Ich bin hier links gefahren und bin an der Schräge vom Stein gelandet und hochgefahren. Nein, er will, dass du da runterfährst und dann den Stein da hochfährst. Das ist ein Pfeil nach links, nicht ein Pfeil nach unten links, Marvin. Ja, weil es den Pfeil nicht gibt. Du sollst runterfahren. Dieses Motorrad, Alter. Nein, da gibt es doch gar keinen Sinn, dass du dagegen fahren musst. Du musst da runterfahren, klar. Hier. So, und dann so da hochfahren. Du gehst jetzt erstmal, Marvin, holst dir deine Boxershorts. Boxershorts, Junge. Ja, auf gar keinen Fall, Alter. Digga, er ist einfach der Meister des zweierlei Maß, Alter. Du kleiner Schimmel, Heinrich. Digga, vor 3 Minuten sagte er mir noch, ja, wenn du den Stein nicht genommen hast, dann Boxershorts, Alter. Ich nehme den Stein, Marvin. Du hast den Stein nicht so genommen, wie ich gesagt habe. Du hast gesagt, nimm den Stein. Du hast nicht gesagt, fahr runter und nimm den Stein. Ich hab ihn so gemacht, wie du es gesagt hast. So wie der Pfeil zeigt, so hab ich's gemacht. Dass man da runterfahren muss, hast du dir ausgedacht. Es gibt gar keinen Sinn. Oh, geil, ey. Digga, so ein Marvin, Alter. Das ist aber richtig cool. Oh, geil, ey. Ja, was sagt ihr dazu? Knossis Karriere bei RTL. Ja. Ja, der hat sich gegönnt, ne? Würdet ihr auch bei RTL arbeiten? Das mal so als Frage. Nee, weiß ich nicht, glaub nicht. Wobei, wenn ich nur Moderator wäre von solchen Shows, dann vielleicht. Kommt auf die Show an, aber als... Nur Moderator ist vielleicht noch okay. Nur Moderator geht klar, ne? Ja, das ist krass, ey. Also, aber wie gesagt, Knossi, kommt auf die Show an. Ist natürlich auch, was willst du in deinem Leben, ne? Ich glaube, Knossi wollte ja immer ins Fernsehen. Ganz ehrlich, der hat es geschafft dann, ne? Der hat seinen Lebenstraum erfüllt. Über YouTube/Twitch hat er es geschafft, ja. War dann ja auch in der Vergangenheit bei Barbara Salesch und so, ne? Also, der hat so ja hat's wirklich, angefangen. Der hat ja wirklich schon immer das gemacht, worauf er Bock hatte. Also, mein Fahrlehrer kannte ihn übrigens vorher schon. Bevor er auf YouTube und Twitch war, weil er wohl sehr, sehr viel Poker-Kram gemacht hat. Der war in Las Vegas immer und hat da irgendwelche Poker-Sachen moderiert. Daher kannte er den. Ja, moderiert sogar? Krass, okay. Also hat er so ein bisschen so den Aussteller gemacht. So, aber am Ende, ne, würde ich sagen... Unverdient. Richtig unverdient, ja.
Er wartet auch nicht mal auf seine Freunde. Und er hat nicht mal seine Boxershorts aufgesetzt, ja, die er mir aufziehen lassen wollte. Ja. Weißt du? Also eigentlich kann man schon sagen, du hast den ersten nicht erreicht. Das war unverdient, ja. Ich würde sagen, du kriegst dafür nur eine Teilnehmerurkunde. Da spricht dann Neid wieder. Du musst da fahren, Nugi, genau da, ja. Nugi hat den Stein richtig genommen, perfekt. Ja. Lorenz nicht, ne? Nee, Lorenz nicht. Boxershorts. Ich hab ihn auch richtig genommen. Also, Boxershorts. Ich hab ihn auch richtig genommen. Das war Cheese, Alter. Da ist kein Pfeil, der zeigt, man soll nach unten fahren, Alter. Da ist ein Pfeil, der zeigt, nimm den Stein. Kein Wheelie machen. Genau. Ja, es gibt doch hier diese eine Serie, die. Hat die nicht Joko moderiert? Joko? Wo Menschen echt richtig beschissene Sachen für Geld machen mussten. Irgendwie so, zieh dir hier mitten im Fernsehen eine BDSM-Verkleidung an und. Also, hast du ja, das schon von so einem Besen befruchten oder irgendwie sowas? Ja, ja, ja. Gibt es. Oder lass dir von einem Menschen ins Gesicht furzen. Genau, okay. Und dann bringst du dann, ja, so, wer macht das für 5000 Euro oder irgendwie sowas? Und dann meldet sich irgendwer, der sagt, okay, ich lass mir 5000 Euro von einem Menschen ins Gesicht furzen. Mhm. Und das hat Joko moderiert zum Beispiel, das würde ich nicht machen. Ich kenne das sowas. Das wäre zu Schmutz. Das waren die doch, ne? Stiehl mir die Show oder so, das war ja, das kenne ich nur von Joko. Oder um die Welt irgendwie, Duell um die Welt, wo Klaas und Joko gegeneinander sind. Das ist ja okay. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist, davon habe ich nie gehört. Ich habe einmal irgendwann Fernseher angeschaltet, da gehe auf ProSieben. Und sehe einfach, wie Joko so ein Ding moderiert, wo gerade irgendeine Olle so ein, oder irgendein Typ so ein BDSM-Verkleidung anhat, so einen kompletten Lederanzug. Und dann irgendwie, weil ich weiß nicht, ob er irgendwie einen Besen würgen musste oder irgendwas richtig. Aber dem Fernsehen? Pannemäßig musste er machen, wo ich mir dachte, Digga, was, Alter, das zeigen die wirklich im deutschen Fernsehen sowas? Die gehen auch so die Ideen aus, ne? Also deutsches Fernsehen irgendwie. Ist doch auch nichts anderes als YouTube-Projekte, als irgendwelche. Schlecht. Ist es ja auch nicht. Mittlerweile haben sie sogar das Personal. Casting-Shows und keine Ahnung was. Also. Nee. Alter, Nugi, also du kannst ja sogar gleiten. Sieht nein, das. Hör auf. Nein, Digga, nein! 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 Okay. Du hast den letztens überreden dürfen, Marvin. Ich schwimme jetzt ins Ziel. Hast Nugi in der Wüste? Nein, ich schaff's nicht. Los, schwimm ins Ziel, los. Wo ist das Ziel? Nein! Oh, du hast aber relativ weit geschafft. Ja. War nicht schlecht. Ja, Nugi, das war's. Tut mir leid. Aber ich würde sagen, ich hab's auch geschafft. Gibt es eine Fernsehserie, eine Fernsehsendung, die ihr gerne moderieren würdet? In die Kommentare und fällt euch auch eine ein, wo ihr sagt, die würde ich niemals moderieren. Einfach mal in die Kommentare. Stimmt. Ja, 9 Live zum Beispiel. Der Typ war ja auch bei der Gamescom nach uns. Ah ja. Weißt du, wie der heißt? Jens Knossalla. Nee, der andere. Ja, nicht so mehr anders, ja. Alles klar auf der Gamescom, ey. Also, dann noch oben war dann Shop und Nugi vorbei, ne? Der hat heute wieder rasiert, bis der in die Antenne reingehauen. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Nein, hör doch auf, hier rumzuwackeln. Passt der überhaupt da rein, oder was? Nö. Digga, wo bist du? Der im Arschloch, Alter. Ganz tief drinnen.